So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Show and Play Minecraft. Und wie ihr hören könnt, habe ich mal ein bisschen was Experimentelles gemacht. Und zwar automatische Musik im Hintergrund in einer Playlist. Und ich freue mich sehr, dass ich das endlich geschafft habe, mal hinzukriegen, ein bisschen Musik rauszusuchen und die in den Hintergrund zu legen. Allerdings, eine Sache kommt hinzu, die andere kommt wieder weg. Ich habe versucht, die neue Minecraft-Version 1.8 auszuprobieren. Und was soll ich sagen, seitdem funktionieren die Shader nicht mehr. Und das ist natürlich ziemlich krass, weswegen ich jetzt leider wieder ohne Shader spiele. Zumindest so lange, bis ich das gebacken bekomme, die wieder neu irgendwie einzurichten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das geht mir schon gewaltig auf den Wecker irgendwie. Und ich sehe gerade, ich habe Hunger. Und ich sehe gerade, ich habe auch nichts im Inventar. Okay, was ist mit meinem Inventar los? Ich sollte mal was essen. Ich check mal kurz Kistchen ab. Wo ist mein Zeug? Alter! Es darf aber nicht wahr sein. Mein komplettes Inventar ist weg. Ey, 50 Diamanten? Meine Blumen? 0? 0, 0, 0? 0? Oh, mehr. Das kann ja nicht wahr sein. Essen? U003C? 0, 0? Fuck, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist mein Zeug hin? Ich kann es nicht glauben. Alter. Wo ist mein Zeug hin? Das kann ja nicht wahr sein, oder? Ich habe ausprobiert, 1.8 zu spielen. Und hat das jetzt bedeutet, dass es das mein gesamtes Inventar flöten ist? Ich habe ja nicht mal mehr ein Schwert. Alter, ich muss was zum Essen besorgen. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Fuck, ich glaub's ja nicht. Super. Ey, das kann ja mal nicht wahr sein, oder? Mein komplettes Inventar leer. Alte Scheiße. Ey, das... Alter, ich glaub's ja nicht. Wo ist das denn hin? Oh Mann, ey. Es darf ja mal nicht wahr sein. Ja, hoffentlich ist kein Creeper am Start hier. So, Entschuldigung, ich brauche mal kurz ein bisschen Stein. Ey, ich habe ja gar nichts mehr. Super. Fangen wir mal wieder super geil bei 0 an. Hab ich echt einen Traum. Alter Schwede. Ich habe ja nichts zu essen, gar nichts. Puh, okay, das fängt schon mal richtig, richtig scheiße an heute. Ich dachte so, wow, nach langer Zeit mal wieder hier loslegen, volle Pulle, jetzt geht's los hier mit toller Hintergrundmusik und was ist. Erstmal fett eine reingedrückt bekommen hier. Wo sind meine... Ich kann keine Steine aufnehmen. Okay, hier ist irgendwas fett im Arsch. Aber richtig fett im Arsch. Jetzt ist noch alles da, aber ich kann es einfach nicht sehen. Okay, Leute, bis ich das Problem gelöst habe, werde ich jetzt mal kurz mich verabschieden und ich melde mich dann gleich wieder, wenn es soweit ist und ich hier die ganzen Probleme gelöst habe und ich wieder sehe, was hier eigentlich los ist. Bis dahin, ja, ich würde mal sagen, hoffentlich bis gleich. Tschö! So, liebe Freunde des Show and Play Minecraft, hier mit Droidboy wieder. Wir sind zurück nach einigen Tagen. Wir haben versucht, unser Problem zu lösen. Welches Problem? Problem Nummer 1, dieses hier. Mach die Musik mal ein bisschen leiser. Problem Nummer 2, dieses hier. Tja, was ist passiert? Ich habe Folgendes getan. Ich habe es gewagt, 1.8 anzuspielen. Und zwar mit dem gleichen Savegame und ich habe natürlich nicht gespeichert vorher, beziehungsweise keine Kopie des Savegames gemacht. Was bedeutet, dass jetzt in der Tat
alle Items verloren gegangen sind. Super. Das heißt, wir müssen jetzt gerade neu anfangen und wir müssen in der Tat echt jetzt ohne Scheiß alle Items neu holen. Und es ist sogar so schlimm, dass wir nur noch 3 Stückchen zum Essen haben, 3 Bollen zum Essen haben und sonst überhaupt verhungern werden. Und wir haben weder ein Werkzeug noch sonst irgendwas. Das heißt jetzt ganz klar, oberste Priorität, erstmal hübsch Holz abbauen. Aus dem Holz machen wir dann Kohle. Und mit der Kohle, wir können noch nicht mal mehr rennen, was mir gerade auffällt. Hier hatte ich gerade große Lust, hier einfach irgendeinen Baum zu nehmen. Wir nehmen einfach mal den hier. Wir brauchen dringend Kohle. Mit der Kohle werden wir dann unser Fleisch garen, damit wir wieder was zu essen haben. Weil sonst werden wir kläglich verhungern. Und das möchte ja keiner. So. Das heißt, während wir jetzt hier mal schnell Kohle fabrizieren in unserem Ofen, der hoffentlich funktioniert, ordnungsgemäß. Wo sind meine Öfen? Wo sind meine Öfen? Habe ich meine Öfen versteckt? Habe ich keine Öfen hier? Wo sind meine Öfen? Habe ich vergessen, Öfen in meine Küche einzubauen? Hä? Wie absurd ist das denn? Ohne Scheiß jetzt? Wow, okay. Wir haben ohne Scheiß nicht mal mehr Steine, um Öfen zu bauen. Das ist echt abgefahren. Okay, das heißt für uns, wir müssen mal kurz hier runter. Und die ganzen Dorfbewohner sind hier in der Zwischenzeit schon runtergefallen. Das ist natürlich sehr lustig, außer für uns, die wir noch nicht mal mehr Steine haben, geschweige denn irgendein Werkzeug, um irgendetwas abzubauen. Großartig. Nur noch 2 Punkte zum Essen, aber wir werden es schaffen, Leute. Das ist jetzt eine neue Herausforderung, vor der wir stehen. Aber wir haben nicht die Wahl. Wir müssen jetzt einfach nochmal von vorne mit allen Materialien anfangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar traurig deswegen. Und wie ihr seht, es werden keine Steine abgebaut. Ich kann die nicht sehen. Und das ist eigentlich wieder ein neuer Bug, der mich schon wieder diese Aufnahme hier abbrechen lässt, muss ich ehrlich sagen. Also ihr seht schon, volle Chaos ohne Ende. Wo ist verdammt nochmal der Stein hin? Das kann doch nicht wahr sein. Liegt das jetzt eventuell... Dann machen wir es anders. Das kann doch nicht... Ah, crap. Leute. Minecraft ist so kaputt. Ich meine, ich bin ja echt kein Super-Nerd, aber das geht doch nicht. Ah, Holz und eine Spitzhacke. So. Das lag am Material, oder? Ernsthaft? Nein, oder? Also, ihr seht vielleicht auch so ein bisschen, irgendwas spinnt hier komplett an diesem Minecraft. Ich werde es versuchen, hier irgendwie einigermaßen doch zurechtzukommen. Also, wenn ich diesen Stein hier abbaue, dann müsste doch eigentlich ganz klar... Ja, und warum geht das nicht mehr, wenn ich das mit der Hand mache? Wollt ihr mich verarschen? Ist das ein Bug? Kann man Stein nicht mehr abbauen mit der Hand? Sehr seltsam. Sehr seltsam. Wir werden jetzt hier... Wir haben jetzt hier nämlich gleich... Genau. Alle Steine, die wir brauchen. Dann bauen wir uns ein Öfchen. So, liebe Mitbewohner. Mal bitte zur Seite. Dankeschön. Und dann werden wir mit dem Ofen und hier unsere Kohle machen. Und mit der Kohle werden wir endlich dann unser Essen machen. Weil wir haben in der Tat nur noch 1,5 Balken. Essensbalken am Start. Hier ist unser Ofen. Her damit. Ofen dahin. Und los geht's. Nummer 4. Den flacken wir jetzt einfach dahin. Das ist mir jetzt egal. So. Shit. Okay, 1 Frame pro Sekunde. Hier stürzt auch gerade alles ab. Ihr seht, das ist ein wunderbares Let's Play heute wieder mal. Lieber Baum, das tut mir leid. Du bekommst nachher dein Holz wieder zurück. Ich verspreche es. Geht also nur mit diesem Holz, ob ich da sehe? Oder vielleicht ist das auch im Arsch? Ich habe ja ehrlich gesagt noch nie aus... die Not gehabt aus... Holz. So rum geht's.
Okay, wir werden hier vermutlich ein Stück Kohle bekommen, aber das reicht schon vollkommen, um einfach ein paar Tiere schlachten zu können. Tiere haben wir ja genug, das ist das Gute an der ganzen Geschichte und wir werden jetzt versuchen, eine Kuh zu töten. Hallo, ich nehme mal die Spitzhacke dazu. Yeah, wir haben tatsächlich 3 Fleisch bekommen, ich bin total begeistert. Wo ist die Kuh? Da ist sie. Nochmal 6 Fleisch. Wunderbar. Wir werden hier auch nicht allzu viele Kühe töten. Es tut mir sehr, sehr leid, liebe Kühe. Liebe Kühe, ihr seid so süß und... Aber ich brauche euch dringend, weil sonst werde ich nämlich hier kläglich sterben. So, 11 muss jetzt erstmal reichen. Wo ist der Ausgang? Hier. Raus mit euch. So, und dann geht's weiter bei uns wieder in die Hütte. Hoffentlich ist schon ein bisschen Kohle da. Und mit der Kohle werden wir dann endlich mal versuchen, was zu essen zu machen. Und dann anfangen, wieder unser Werkzeug zu bauen. Werden wir anfangen, Dinge zu tun. Ein Stück Kohle habe ich bekommen. Das ist natürlich ein Traum. Eine unfassbare Energiebilanz. Das hat jetzt echt mal komplett das ganze Kohlestückchen kurz mal aufgefressen. Und unsere Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Das heißt, ich könnte mal gleich hier mit Stein schon mal mir eine Spitzhacke machen. Und dann können wir noch mehr Stein abbauen. Und mit dem mehr Stein und dem bisschen Holz, das wir haben, werden wir dann ein Schwert bauen. Und mit dem Schwert werden wir dann und so weiter und so fort. Also ich habe hier einen Masterplan, ihr seht das sofort. Hier haben wir gleich mal was zu essen, das hole ich mir natürlich. Und wird gleich mal reingeschoben, die Geschichte. So, jetzt bin ich schon wieder etwas beruhigt. Einmal brauchen wir das noch. Komm schon. Wunderbar. So, dann haben wir hier noch schön Essen. Die Kohle scheint einigermaßen zu reichen, damit wir hier wenigstens noch ein bisschen was haben. Ich werde aber, glaube ich, den ganzen Baum da draußen opfern, weil wir gerade schon da schön dabei sind. Und noch ein bisschen mehr Kohle machen, damit wir einfach das komplette Essen durch haben. Mit dem Leder machen wir uns, glaube ich, eine Rüstung. Und dann müssen wir unbedingt ein paar Steine abbauen, bevor es wieder dunkel wird, beziehungsweise wir sind da unten eigentlich relativ sicher, was das angeht. Wir haben natürlich auch keine Fackel und nichts. Deswegen ist Kohle natürlich auch sehr wichtig. Genau, also 5 Fleisch haben wir. Dann machen wir mal da unten die... Ah, das gibt's ja gar nicht. So, einmal hier, 4 weg, 2 rüber und hopp und hopp. So, dann haben wir hier gleich wieder 2 Stückchen Kohle. Wirklich absurd. Und wenn wir das haben, dann werden wir gleich runtergehen. Hier noch, genau, da haben wir 1 Stückchen Kohle. Mit dem Stückchen Kohle machen wir jetzt ein bisschen Fackel. Nämlich genau 4. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, es regnet. Noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Dann werden wir hier das Fleisch garen. Oh, da haben wir sogar noch ein bisschen Kohle im Prinzip übrig. Wenn wir dann genügend Fleisch haben, kann uns da zumindest nicht mehr allzu viel passieren. Und ich werde mal versuchen mit dem bisschen Leder, damit können wir überhaupt gar nichts machen. Großartig. Gut, dann das bedeutet halt, dass wir gar nichts machen werden. So. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall genug zu essen und dann gehen wir gleich runter und besorgen uns Dinge. Und hier war alles so schön voll mit Essen und Trinken, also mit Milch und Kuchen und Weizen und Äpfel und was wir nicht alles zum Essen hatten. Das war echt unfassbar und es ist alles gelöscht, weil Minecraft seine Software, weil Mojang seine Software nicht gebacken kriegt, beziehungsweise Microsoft seine Software nicht gebacken kriegt. Wir können jetzt nämlich beruhigt auf Microsoft rumhacken. Weil Minecraft wurde von Microsoft gekauft. Unfassbar. Der Deal ist zwar noch nicht ganz sicher, aber das ist ziemlich sicher, kann man schon sagen. So, dann werden wir mal hier ein Stockwerk tiefer gehen und ein bisschen Stein abbauen mit unserer Hacke und hoffen, dass kein Creeper kommt und uns sofort in der Luft zerfetzt. Hier haben wir ja im Prinzip alles auch schon ausgehöhlt. Ziemlich gut uns durchgearbeitet durch das Gestein. Das bedeutet, dass wir hier eigentlich auch gar nicht mehr so viel bauen können. Ich kann jetzt hier mal so ein bisschen die Lage abtragen, dass wir zumindest genug Stein am Start haben, um uns Ersatzspitzhacken, ein Schwert und so etwas zu bauen. Da brauchen wir schon so 20, 30 Steine.
dass wir halt zumindest so einigermaßen auf der sicheren Seite sind. Hier ist jetzt allerdings schon wieder die Trennwand. Das heißt, ich werde jetzt hier noch eine Lage abbauen. So, und ihr hört, ich habe ein bisschen Musik eingebaut. Das endlich mal ist es soweit. Wir haben Musik während der Aufnahme. So ein bisschen Creative Commons Mucke am Start. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Creative Commons ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Creative Commons ist einfach eine Art Lizenzmodell, wo jeder, der Bock hat, die Musik nehmen kann. Es gibt verschiedene Creative Commons Lizenzen und diese hier, die ich jetzt gerade hier verwende oder diese Lücke, die ich hier ausnutze, die sorgt dafür, dass wir, obwohl wir ein kommerzielles Produkt, Projekt haben, wie zum Beispiel, weil ich monetarisiere die Videos, beziehungsweise habe Werbung auf meiner Seite, das ist dann also schon eine kommerzielle Nutzung, darf ich die Mucke benutzen? Und das ist echt erstaunlich, was es alles für coole Mucke im Netz gibt, die man einfach so benutzen darf. Und deswegen fette Credits erstmal an die Yippie, wir haben Eisen gefunden.